Unter der Erde im Bergbau mit Jill Valentine oder wie es auch immer heißt. Mit Jill Valentine, ja. Willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil. Und ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und haben den guten Enrico getroffen. Enrico, den man aus Resident Evil Zero kennt. Der aber leider ein tragisches Schicksal erleiden musste. Er wurde erschossen von irgendjemandem. Während wir bei ihm waren, wurde er von irgendjemandem erschossen, der uns anscheinend verfolgt hat. Er wusste irgendwas über Umbrella und dass irgendeiner uns verrät. Irgendeiner ist hier der Verräter in unserer Stars-Gruppe. Bei unserem Stars-Team. Das wurde dank so einem Zettel, den wir einmal gelesen haben, dank so einem Bericht von Umbrella, wurde es uns schon irgendwie mitgeteilt, dass unter uns ein Verräter ist, aber jetzt wurde es nochmal ganz deutlich. Irgendjemand ist hier ein Verräter und spielt mit falschen Karten. Das ist das Ding. Das Ding ist, Enrico ist jetzt tot. Wir können aus ihm nicht mehr die Wahrheit herausfinden. Das heißt, ja, wir müssen so die Wahrheit irgendwie herausfinden. Irgendwie. Und hier ist doch irgendwas. Da ist ein sechseckiges Loch. Damit können wir das garantiert einsetzen. Die Winde, die wir auch im letzten Part gefunden haben. Hexagon-Winde. Oh mein Gott. Verwenden wir das? Und die gute Jill dreht das genauso hin, so wie ich es haben möchte. Haha, sehr schön. Hier ist etwas sehr Schönes zu finden. Grünes Kraut. Ich würde sagen, das verwenden wir einfach mal. Dann sind wir wieder auf okay. Dann brauchen wir keine Angst mehr haben. Obwohl, Angst können wir immer haben. Wenn Hunters oder sowas kommen, dann sollten wir immer Angst haben. Immer. Einfach immer. Was war das denn gerade? Hier ist etwas. Obwohl, hier ist nichts, aber da ist irgendwas. Da kann man irgendwas draufstellen. Und was zum Teufel ist das? Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Ja, scheiße, dann keine Ahnung, was jetzt. Schnell sollten wir das zweite suchen. Oh mein Gott. Jill, du machst aber auch Sachen mit. Alter. Kommt der Stein erstmal auf uns zugerollt. Jill, du kannst einen Leid tun, ohne Witz. Gewehrmunition. Oh, das ist etwas, das ich sehr, sehr gerne mag. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das kombiniere ich direkt mit dem Gewehr. Und dann gucken, ob wir noch irgendwo anders lang können, wo wir noch nicht lang konnten, irgendwie vorhin. Ja, wir können jetzt hier durch. Hier waren wir vorhin noch gar nicht. Vorher. Ganz, ganz vorher. Aber was ist hier? Spinnen! Es sind eklige Spinnen. Eklige Spinnen, die keiner mag. Bams! Bams! Oh, das war daneben. Bams! Ey, scheiße, vergifte mich doch mal. Nein, bitte nicht, aber zu spät. Bams! Oha, das war krass. Oh scheiße, ich muss mich heilen. Unbedingt. Die Schlange kann mich mal kurz in Ruhe lassen. Ich muss mich heilen. Heile ich mich nicht, bin ich am Arsch. Das ist jetzt verdammt wichtig, dass ich mich heile. Ich bin sonst tot.
Ich bin sonst sowas von tot. Die Riesengiftspinne haben wir Gott sei Dank auf jeden Fall geschafft. Die haben wir besiegt. Kostbare Magnum wieder verschwendet, ich weiß. Aber Hauptsache, wir haben es geschafft. Und Hauptsache, wir werden jetzt nicht gleich hier sterben, weil wir hier zu lahm sind. Deswegen verwenden wir das. Und sind wieder gesund. Was mich sehr erfreut. Es erfreut mich sehr, es erfreut mich sehr, dass DJ wieder gesund ist. Dass DJ wieder gesund ist. Ich höre auf zu singen, ich weiß. Ich kann nicht singen. Okay, vielleicht doch, aber... Das ist jetzt ein Let's Play. Und nicht irgendein Gesangswettbewerb. Aber singen kann man trotzdem wohl. Warum denn nicht? So. Oh, die Spinnen sind jetzt aber weg. Die Spinnen sind jetzt weg. Okay. Das freut mich jedenfalls sehr. Was haben wir denn hier? Ein Kampfmesser. Brauchen wir das unbedingt? Keine Ahnung. Ja doch, können wir gut gebrauchen. Für den Fall, dass wir jetzt einfach mal kein Messer haben dabei. Dann können wir diese... What the fuck? Was war das denn für ein Move? Der Michael Jackson Move. Geil, Jay, du bist die Beste. So, für den Fall, dass wir kein Messer mal irgendwie gerade bei uns haben oder sowas wie ein Flammenwerfer, das wäre nämlich eigentlich auch noch zur Verfügung gewesen. Aber irgendwie ist es da nicht vorhanden. Deswegen können wir mit dem Messer einfach mal die ganzen Spinnnetze hier durchschneiden. Natürlich müssen wir auch treffen. Können wir jetzt durch? Ja, wir können durch. Das erfreut mich. Das freut mich wirklich sehr, dass wir jetzt durch können. Wir haben hier, was haben wir hier? Blaues Kraut nehmen wir jetzt mal nicht mit. Nachher finde ich irgendwas, wir brauchen und so. Und dann wieder ein Hin- und Hergelaufe. Darauf habe ich keinen Bock. Oh. Hä? Braucht man den Flammenwerfer nicht dafür? Nee, man kann hier einfach durch. Anscheinend. Bei Chris ging das nicht. Alles klar. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir jetzt angelangt? Oh nein, bitte nicht. Nein, nicht nochmal so ein Stein. Der wird auf uns zurollen, 100%. Der wird auf uns zurollen. Das müssen wir nochmal verwenden. So leid es mir tut, liebe Jill. Noch passiert nichts. Aber diese Szene zeigt, dass es richtig ist. Gott sei Dank war in unserer Nähe ein Gang, wo wir uns in Sicherheit begeben konnten. Weil sonst wäre das ziemlich scheiße gewesen. Brauche ich das jetzt unbedingt? Ich weiß es nicht. Ja, okay, jetzt habe ich das eh, also von daher. Keine besonderen Merkmale, stimmt ja, damit das kann man nur so öffnen. Ein Erste-Hilfe-Spray. Ich weiß ja nicht, ob ich das unbedingt brauche. Wenn nicht, dann verwende ich das einfach. Sofern man das einfach dann verwenden kann. Kann ja sein, man kann es nicht verwenden, weil man oft gesund ist. Kann ja natürlich sein. Ich hoffe mal nicht, weil sonst muss ich nochmal hin und her laufen.
Obwohl, soll ich das einfach tun? Warum ein Erste-Hilfe-Spray verwenden, wenn es doch auch anders geht? Ja, ich weiß, wieder hin und her laufen. Einmal zur Kiste, wieder zurück. Aber man weiß nie, wie oft man noch Heil-Items findet. Weil wir sind schon ziemlich gut weit gekommen. Und ich habe einfach keinen Plan. Und ich habe einfach Angst, dass wir irgendwie am Ende des Spiels irgendwie zu wenig High-Items haben für den Boss und für den Fall, dass je nachdem, wie gut ich ausgerüstet bin und was alles noch kommen wird, dass ich dann irgendwie nicht genug Munition habe und nicht genug High-Items habe. Das wäre so ein ziemlich Kacke. Also ich bin der festen Überzeugung schon, dass wir genug High-Items und genug Munition noch finden werden gegen Ende des Games, aber wenn es in Richtung Finale geht, aber trotzdem, da hat man schon ein bisschen Panik, da hat man schon ein bisschen Angst, da hat man schon ein bisschen Bedenken. Also zumindest ist es bei mir so. Weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es ja auf jeden Fall so, dass ich mir das schon drüber Gedanken mache, weil man weiß ja nie, wie schlecht man in diesem Game werden kann. Und mir traue ich das irgendwie zu, was diese alten Spiele angeht. Was Resident Evil 4 ist, das was anderes, da bin ich irgendwie... Ja, das habe ich zu oft durchgezockt. Das habe ich sehr oft durchgezockt. So oft, das kann ich euch gar nicht beschreiben. Das Resident Evil 4 war das erste, was ich jemals davon in der Hand gehalten habe. Und dank dem einen Let's Play, das ich geschaut habe bei dem guten Luxag Link, als er damals im Jahre 2012 Resident Evil 4 Let's Played hat, musste ich es mir einfach holen. Ja, da gab es einfach für mich keinen Weg dran vorbei. Ich musste es mir holen. Ja. Und da war ich erst 15. Darf ich gar nicht sagen, ne? Scheiße. Okay, jetzt bringt's eh nicht, ne? Aber ich habe es mir geholt. Hallo, ich möchte durch. Dankeschön. Ja, ich war damals 15. Ich wiederhole es auch noch, ich Idiot. Jedenfalls. Ja, Vergangenheit. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall Platz im Item. Platz im Inventar. Für irgendwas, was wir wahrscheinlich bekommen werden, was wir vielleicht brauchen. Dafür werden wir wahrscheinlich jetzt genug Platz haben. Es wird wahrscheinlich sowieso nur ein Item sein, das wir aufsammeln. Von daher. Mal schauen, wo der Weg uns hinführt. Und ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes bald holen werden, bekommen werden. Ich glaube, ich weiß es schon. Ah, vielleicht sollte ich mal erst die Kurbel benutzen. Die werden wir brauchen. Um dieses Ding da rauszuholen. Ganz genau. Sehr schön. Oh, nee. Sorry. Ich hab mich vertan. Tut mir leid. Sorry, ich hab mich ganz vertan. Die drehen wir doch mal wieder rein. Ich hab mich voll vertan. Ich dachte, da wäre dieses Ding drin, was man da reinschieben muss. Aber nein, das stand da ja schon. Das stand da ja schon. Deswegen. Sorry, es tut mir leid. War nicht meine Absicht. Schieb doch weiter, Jill. Schieb einfach weiter. Schieb weiter diese fette Statue und erledige deinen Job. Und rette die Welt. Obwohl, die Welt retten nicht, aber rettet euch selber vor den Zombies. Und findet heraus, wer der Verräter ist und findet heraus, wer eure Stars-Mitglieder umgebracht hat. Denn nur so erfahren wir die Wahrheit. So sieht's nämlich aus. So, schieben wir auch einfach mal ein bisschen. Und schieben es dann in die richtige Richtung. Ja, dieses Ding dreht sich dann, sobald man da drauf steht.
Ganz genau. Darf aber gerne nochmal sein. Darf gerne nochmal so sein. Darfst dich gerne nochmal drehen. Wäre zumindest sehr nett. Komm, dreh dich. Dreh dich, dreh dich. So wie es doch sein soll. Nee, irgendwie will der gar nicht. Ey. Lass mich bitte raus. Ich möchte mich nicht drehen. Du sollst die Statue drehen. Jetzt will er nicht. Was ist das denn? Danke. Genau das solltest du tun. Mehr nicht. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Steinplatte oder was du auch immer bist. Ich schulde dir was. Okay, eigentlich nicht, aber ich schulde dir was. Nämlich ein Eis. Ja, ich weiß, der war unwitzig. Der war unlustig. Unwitzig. Mein Deutsch, ne? Mein Deutsch ist perfect. Perfect. My German is perfect. Really. Ein Zylinder, den können wir mitnehmen. Den brauchen wir. Ja, ich glaube, damit haben wir schon das nötige Item, was wir brauchen, um diese Stromzufuhr für den Aufzug wiederherzustellen. Sofern ich noch irgendwas kam, was ich vielleicht vergessen oder übersehen habe. Ich glaube aber eigentlich nicht. Ich glaube. Ja, ich glaube nur, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube. Ich glaube es sehr. Ich glaube fest und stark daran, dass das so ist. Im Part 20 von Resident Evil werden wir die Stromzufuhr des Aufzugs wiederherstellen. Im 20. Part, Leute. Wer hätte das gedacht? Also, dass es garantiert noch irgendwie über 20 Parts werden, war mir von vornherein klar, weil mit Jill spiele ich das zum ersten Mal, würde ich mal sagen. Mit Chris habe ich schon zwei oder dreimal durchgezockt. Aber mit Jill habe ich das bislang noch nie gezockt. Was ich bitte bereue, weil wie ich sehe, macht es mit ihr irgendwie sogar viel mehr Spaß. Man hat viel mehr Zwischensequenzen. Irgendwie viel mehr Story in dem Game. Hat man viel mehr Story eingebaut. Mit Jill. Und Barry. Mit Chris halt einfach nicht so viel. Finde ich. Finde ich zwar irgendwo schade. Aber so ist das halt. Kann man nicht ändern. Obwohl, man hat auch dafür mit Chris ein paar Zwischensequenzen gesehen mit Rebecca. Aber irgendwie bleiben mir die Zwischensequenzen mit Barry viel mehr im Kopf hängen als die mit Rebecca. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie ist das mit Barry einfach cooler. Also cooler inszeniert. Mit Rebecca denke ich mir so, ach Gott, nerv mich nicht. Nein, okay, nein, so denke ich nicht, aber irgendwie ist das nicht so. Irgendwie ist das. Nee. Keine Ahnung warum, fragt mich nicht. Röhre mitnehmen, ja, das können wir dann kombinieren. Nein, nicht verwenden. Nein, falsch. Die wollen wir kurz mal wieder rausholen. Und dann untersuchen. Sofern. Nee, die, richtig ist die nicht. In die Seiten sind Symbole eingraviert. Die drehen wir, bis es richtig ist. Denn richtig ist es noch nicht. Es muss erst richtig sein. Und gleich ist es richtig. Jetzt ist es richtig. So muss das sein. Das Ding ist, was muss man erst verwenden?
eine Reihe blinkender Knöpfe. Einen davon drücken. Ja, welcher war das? Irgendeine bestimmte Reihenfolge war das, oder? Ich bin mir halt gerade ab. Ah, scheiße, nein, wartet, nein. Jetzt habe ich wahrscheinlich voll falsch gemacht. Jetzt müssen wir das nochmal drehen gleich. Es ist nichts passiert, okay. Wir müssen das nochmal drehen. Hat sich leider wieder verschoben. So ein Scheiß aber auch. Dass sich das einfach dann wieder verschiebt, ne? Weil hier stehen nämlich die Reihenfolge dieser Zeilen nämlich drauf. Ich hätte es mal lesen sollen, ey, ich Idiot. Ich hätte es doch einfach nur lesen müssen und schon wäre alles gegessen. Nein, nicht nochmal. So, 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Okay. 4, 2, 3, 1. Das lässt sich doch machen. Einfacher geht's ja nicht. Sehr schön. Einmal die 4. Nein! Och, scheiße, Mann. Ich hab jetzt die 1 gedrückt. Mann, wie konnte mir das passieren? Gott, Chris, ey, was bist du denn für einer? Du kannst ja überhaupt kein Resident Evil. Du kannst das nicht, Chris. Du kannst das nicht. Doch, du kannst es. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Ich glaub an mich selbst. Ich glaube an mich, dass ich das schaffe und ich habe es geschafft, wie ihr gesehen habt. Und ich mache immer nur Scheiße. So, bitte. 4, 3, 2, 1. So war das. Okay? Nichts anderes drücken. Einmal die 4. Einmal die 3. Einmal die 2. Einmal die 1. Wie, jetzt passiert nichts? Habe ich mich schon wieder vertan? Ey, was ist das denn? Irgendwie, Leute, es tut mir leid. Ich bin irgendwie heute. Ach Gott, ey. Es tut mir leid. Heute ist nicht mein Tag. Und ich habe jetzt gerade 4 Folgen aufgenommen für kommende Folgen. Habe ich jetzt 4 Folgen aufgenommen und ich bin immer noch so verpeilt, ey. Das geht doch nicht. Chris, das muss sich bessern. So, nein. Scheiße, jetzt habe ich wieder nicht gezählt. Mann. Ich sag ja, es ist heute nicht mein Tag. Ach, Leute, es tut mir leid. Der Part ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Der Part ist vorbei. Aber das machen wir jetzt eben noch zu Ende. Sonst drehe ich hier durch, wenn wir hier nichts geschafft haben. Nur weil ich gerade irgendwie zu verblöd bin. Zu verpeilt bin. So, Chris, hier holt tief Luft und macht das alles in Ruhe. Ich mach das hier viel zu hektisch, fällt mir auf. Ich mach das viel zu hektisch hier gerade. So. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Nicht 4, 3, 2, 1. 4, 2, 3, 1. Okay? 4, 2, 3, 1. So. Jetzt wird es richtig sein. Jetzt wird es richtig sein. 4, 2, 3, 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Das Rätsel ist gar nicht mal wirklich schwer und ich stelle mich hier so an wie der letzte Depp. Gott, ey. Ja, Leute, bevor wir in den Aufzug eintreten und den Aufzug runterfahren und gucken, was da unten lauert, würde ich sagen, beenden wir diesen Part für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und ciao.